Lebensfreude. Sie springt den Betrachter förmlich an, aus jeder Figur, aus jedem Objekt. James Rissi war bildender und Lebenskünstler. In Balingen werden jetzt 1200 Werke des Malers gezeigt. Die Techniker legen letzte Hand an. Fröhliche Wimmelbilder, die alle sagen, Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und Hautfarbe können friedlich zusammenleben. Rizzis Ansatz war, Kunst für jedermann zu machen und nicht nur für Eliten. Kunst, die klar verständlich ist, die sich selbst erklärt und nicht überintellektualisiert ist. Spielzeug, echte Autos, Züge, Häuser, sogar Flugzeuge. Rissi bemalte alles, was man ihn bemalen ließ. Für die Stadt Heilbronn eine Straßenbahn. In Balingen ist die Vorlage ausgestellt, Maßstab 1:1. Pop-Art, naive Kunst. Rissi war egal, wie man ihn einordnete. Er kam ohnehin eher zufällig zur Kunst, studierte Wirtschaftswissenschaften, malte nebenher, verkaufte seine Bilder für $1 das Stück vor der Mensa. Putzte geschäftstüchtig die Klinken der Galerien, wurde ausgestellt und allmählich bekannt. Sein vielleicht traurigstes Werk, die New Yorker Twin Towers, gemalt 2 Jahre nach ihrer Zerstörung. Bunte Blumen vor schwarzem Hintergrund, selbst hier bleibt Rissi Optimist. Thank you.